Ja, hallo liebe YouTuber! Und es geht weiter hier. Und irgendwie, ja, kommt es mir sofort, als ob ich wieder besser sehen kann. Fällt mir gerade mal so auf. Gut. Jawoll, und endgeil, wir müssen dann noch ausprobieren, das nächste Mal, wenn wir irgendeine Wumme sehen, am besten, wenn wir eine Shotgun sehen, ob man die auch mitnehmen kann, dem großen Rucksack. Wenn das der Fall sein sollte, dann können wir beide mit einer Sniper und einer Shotgun durch die Gegend laufen. Vielleicht sogar mit einer M4. Glaube ich aber nicht. Das hätten wir schon längst erfahren. Aber egal. Ihr könnt es ja ausprobieren. Ey, sollen wir... Ich glaube, wir kamen von dem Weg hier. Guck mal hier links. Ja, wir kamen von dem. Egal, alle Wege führen nach Rom, also. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Ja, rechts war das. Der Spruch heißt aber nicht, alle Wege führen nach Rom. Aber egal. Irgendwie schon, aber egal. Hey Junge. Ich glaube, nur ein Weg führt nach Rom oder so. Nein, Junge, das ist es ja gerade. Vergiss es jetzt. Ihr könntet ja ein Mensch dieses Let's Play guckt, könntet ihr dir in die Kommentare schreiben, ihr Teil. Was würde das für einen Sinn machen? Ein Weg führt nach Rom. Toll. Und ein Weg führt auch nach Düsseldorf, ein Weg führt nach Hamburg. Ja, und alle Wege irgendwie von. Ja, genau, das ist es ja gerade. Klar. Ja. Leck mich. Okay, bleib stehen. Nö. Bleib stehen. Nö. Okay, friss meinen Revolver. Fick dich. Tja. Ich hab dem Schweiße meines Angesichts mein Blut gegeben, ja. Ja. Und was kommt? Überhaupt keine Dankbarkeit. Tja. So ist der liebe Dave. Gib dir niemals euer Blut. Außer mir könnt ihr natürlich euer Blut anvertrauen. Leck mich, Junge. Nach rechts. Das weißt du. Ja, ich hab nur geguckt. Natürlich, der Dave hat nur geguckt, ja. Leck mich. Natürlich hat der liebe Dave nur geguckt. Junge, hasset. Okay, die Straße, auf der Straße vor uns ist niemand. Gut. Sehr gut. Hey. Hammer. Und morgen dann Starbound endlich mal wieder. Nö. Okay, dann nicht. Tschö. Junge, wir haben doch gerade was gemacht. Tja, dann lösche ich halt der Sie. Tja. Junge, bist du krank in der Birne? Ich besser gehört, ich weiß. Genau. Wir sind eigentlich Montag mit Praktikum. Was? Wie Montag mit Praktikum ist. Wie soll es schon sein? Ja, wann hast du Schluss? Ach so, vermutlich diesmal wieder 6:30. Ich bin ja jetzt wieder woanders. Tja. Ich hab am Montag nur unglaubliche 2 Stunden Schule, Alter. Toll. Dann kannst du jetzt ja genug Zeit, um zu rendern. Ja, genau das. Naja, ich werde heute auch rendern, vielleicht. Im Gegensatz zu dir habe ich in 2 Tagen 30 Parts gerendert. Tja, wenn ich die ganze Zeit Praktikum bin und keine Zeit dafür habe. Ja, das sind dann wieder die Ausreden. Tja, ich disconnecte jetzt. Junge. Denk nicht, Alter, du legst dich hin. Da zieht jemand auf dich. Er zieht genau auf deinen Körper. Wer kann das wohl sein? Junge! Tja. Junge, wie wir jetzt die Munition verbraten. Und dann mit dem Gefecht nachladen. Spätzekuss, ja. Ja, und dann trifft er mich. Tja. Hey, wir laufen irgendwie falsch. Nö. Egal. Wir kommen ja aus dieser Richtung. Wir laufen einfach die Straße lang. Irgendwann werden wir schon wo ankommen. Ja, oder nirgendwo. Du siehst doch da schon die Stadt. Nö, eben nicht. Tja. Ich sehe nur ein paar Häuser. Kommt davon, wenn man sich anschießen lässt. Fick dich! Ich habe im Let's Play nochmal geguckt und habe irgendwie auf Stopp gedrückt und so einmal Richtung Feuerwehrwache geguckt und einmal in die andere Richtung. Man konnte aber nicht sehen, wo der steht. Kann ich mir dann ja nochmal ansehen, wenn du endlich mal die Parts hochlässt. Ich habe gestern 4 Parts hochgeladen. Ja, ich habe 3 hochgeladen, also halt die Fresse. Tja, ich habe... Ja, und ich habe gestern übrigens auch noch 15 Stück gerendert, du Lappen. Ich weiß. Ja, also halt die Fresse. Klappe. Tja. Vermutlich kann ich heute wieder 4 Parts hochladen. Ich werde heute auf jeden Fall mindestens 2. Weil hier geht das so schnell, Alter. In 10 Minuten nicht mal ist ein Part oben.
Ja, so ja. Nice. Mega. Hoffentlich ist das die Stadt, die ich denke. Dann sind wir nämlich nicht mehr weit von der Stadt, wo wir eigentlich hin müssen. Junge! Kleiner unhygienischer Schwanzkopf ist hier. Jawohl, das ist die Stadt. Wir sind genau richtig gelaufen. Jetzt müssen wir nach links. Nein, ich gehe aber nach rechts. Tja, dann geh selber nach rechts. Mach ich auch. Tschö. Tja. Warte mal, ich muss mal was gucken. Ich dachte, du gehst okay. Da rein. Ich habe 46 Schüsse für die Magnum. Ja, da konntest du mir nicht mehr von abgeben. Ne? Ja. Meint er noch eiskalt? Ja. Natürlich nicht. Ich habe dir 15 Schüsse abgegeben. Das reicht. 15. 15, ja, das reicht. Ich guck nochmal in dem Haus hier nach, bevor wir weiterlaufen. Da hinten ist dieser scheiß Turm. In die Stadt, die wir jetzt reinkommen, müssen wir aufpassen. Die ist ein bisschen größer als die anderen. Ich hab eine M4 gefunden. Hast du nicht. Ich weiß. Jetzt komm. Warte. Ich glaube, ich würde die M4 sogar mitnehmen. Ich hab für die, wenn das für die M4 ist... Also ich werde auf jeden Fall die Sniper behalten. Dann kannst du ja die M4 nehmen, dann bin ich unser Scharfschütze. So, dann habe ich nämlich 30, nochmal 30. Und hab ich habe ja auch noch 70 Schuss, hätte ich auch noch. 80 Schuss habe ich. Ich habe 70. Ja, ich würde wahrscheinlich... Sind diese braunen auch für die M4? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Sonst gibt's ja alles, dieses CMAG ist alles, glaube ich, für die M4. Es gibt ja nur M4, also eine M16 gibt's, glaube ich, noch gar nicht in dem Spiel, aber das kommt, glaube ich. Ich habe solche 30 Rounds Stanek gekappelt. Übrigens, also, das sind gar keine Snipers, die wir haben, das sind eigentlich nur Jagdgewehre, ne? Und sind halt Snipers für mich. Warte doch mal auf mich, Junge. Ja, ich glaube, richtige Sniper kommen noch in der Mod zum Beispiel. Da konntest du zum Beispiel auch richtig einen Sniper-Anzug rumlaufen, wie bei COD und so weiter. Kommt, glaube ich, noch. Kommt da dann auch eine Dragunov? Kann sein, weiß ich nicht. Hammer! Oh, dann muss ich die holen. Es gab auch richtige Shotguns zum Beispiel in der Mod. Ja, das ist ja die Standalone. Kommt. Das hoffentlich weißt du das. Was? Das ist ja die Standalone. Hoffentlich weißt du das. Ja. Tschö. Tschö, ne? Lass es. Tja, kein Bock auf ja, dich. Ja, meine kleinen lieben Pisser, und gleich gehe ich wahrscheinlich ins Stadion. Knapp nach Augsburg. Ja, dieser Wichser kann, vernachlässigt euch deswegen. Klar, wie ich dich vernachlässige. Ich lade mehr Parts hoch als du. Und? Ich bin ja auch im Praktikum. Junge, ich lade immer mehr Parts hoch als du. Und? Ich bin ja auch im Praktikum. Auch außerhalb des Praktikums. Junge, jetzt warte doch mal auf mich. Mein Gott, ne. Problem. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ja, lauf nur, ja. Wie der schon mit Zickzack läuft. Das wird ja aber nichts bringen. Deck mich. Wart mal eben, deck mich. Nö. Deck mich, Junge. Ich überleg's mir. Junge, willst du mich verarschen? Ja. Ist jetzt ernst, ich muss gerade im Internet die Karte gucken. Ich überleg's mir. Kannst froh sein, ich habe mich dafür entschieden, dich zu decken. Ich guck mal kurz hinter uns auf die Straße. Und da ist niemand. Okay, wir müssen uns an der Hauptstraße halten. Komm! Hammer. Hammer nice, wie wir ausgerüstet sind, Junge. Ich hoffe, man kann... Stell dich mal dahin. Nö. Junge, hör doch jetzt auf mit deinen scheiß Rebellieren die ganze Zeit, das nervt. Jawohl. Sieht zur Abwechslung mal gut aus. Komm. Warte, jetzt hat er die Sniper weggepackt. Warte. Das Leben ist hart. Okay, ich geh mal. Ich guck mal eben, der Server ist ja nicht gerade so voll. Es geht, ne? Es gibt einen Typen aus einem Ding. Einer heißt Nigger. Geh mal hier links in die Villa. Jawohl.
Ich gehe hier rechts mal rein. Ich kann die Tür nicht aufmachen, willst du mich anpissen? Tja, ich kann die Tür hier schon aufmachen. Leg Motorradhelm. Okay, hier liegen Bandagen rum. Lass dich aber legen, brauche ich nicht. Ich komme jetzt raus. Bist du das, der da gerade lang gelaufen ist? Oh. Ja, das bist du, ne? Ja. Auf mich zurück? Gut. Boah, hättest du es eine Sekunde später gesagt, hätte ich dich abgeknallt. Junge, übertreib's mal nicht. Ja, Junge, wenn einer auf mich zurennt, muss ich erstmal sicher sein, dass du das bist. Rucksack. Und sonst nicht, Junge. Da läuft einer mit so einem Motorradhelm und so einer richtig badassigen Knarre auf einen zu. Weapon Cleaning Kit. Ich würde mal gerne wissen, was das ist. Wenn deine Waffen irgendwie nicht mehr pristin sind, sondern so ein bisschen abgenutzt, dann kannst du die wieder damit auffrischen, wie das Sewing Kit. Shotgun Shells brauche ich nicht. Guck mal eben nach, was die Matchbox macht. Warte, ich habe nur einmal in meinem scheiß Leben einen scheiß Shotgun. Warte, Inspect a box of large kitchen matches. Contains store and dry place to keep away from the children. Damit kann man auch irgendetwas reparieren mit der Matchbox. Hier liegt etwas zu essen. Nimm's dir, ich hab noch ein bisschen. Mach ich. Ich hab noch eine Dose Sardinen und eine Dose Spaghetti. Ja, ja, ich habe auch noch ein bisschen Thunfisch und viel. Nee, ich renne jetzt wieder raus, ne? Ja, ja. Hinterausgang? Nein, war wo wir reingekommen sind. Ja, ich nehme Hinterausgang. Da steht ein Zombie. Ich komme links von dir. So, warte, komm, wir warten auf den Bus. Ich knall den Zombie ab. Wo steht er dann? Alter, mein Charakter ist voll am Wackeln. Da an dem Straßenschild, siehst du den? Warte, warte. Nicht schießen. Ich guck gerade. Alter, geh weg. Ich hätte fast abgedrückt. An dem Straßenschild direkt geradeaus. Ich sehe dann irgendwo einen, aber egal, schieß. Achso, der! Hammer nice, ein Headshot. Normal. Ich geh mal eben in die Kirche. Marit. Und eine Mütze. Weißt du was, es wäre so besser, als wenn man da so in der Kirche so eine Shotgun finden würde. Wir müssen bald mal wieder nach Elektro und so, ey. Ja, ja. Aber lass erstmal der Straße folgen. Du bist weiter vorgelaufen? Nein, ich bin fast da. Ich bin neben der Kirche, mehr oder weniger. Ich bin hinter dir. Da läuft dann auf mich zu, ich knall ihn jetzt ab. Blaset. Nachher drückst du echt irgendwann mal ab. Ja, ja, oder das Spiel backt wieder. Hier rechts, das war die rechts, in die Häuser hier rein. Sieht ein bisschen spielversprechend aus. Okay, ich nehm das hier. Weil hier auch noch so ein Militärwagen geht. Ich läuf durch das Tor durch. Jo, mach. In welchem bist du? In diesem, lilanen. Und diesen leicht rot-rötlichen. Na man nice, ich wette, dass ganz viele Spieler noch nicht mal so weit laufen. Ich wette, die dümpeln meistens an Elektro rum und finden da dann immer die ganzen Gewehre etc. Ist ne? Auch so. Ja, ja, deswegen dürfen wir eigentlich in den kommenden Sachen eigentlich alles finden. Machete. Jo, ich sehe mich jetzt in diesem Haus hier um. Jawohl. Spaghetti. Hammer, da ist eine Banane, hier sind andere Schuhe. Schwarze. Jawohl, die sind gut. Hiking-Schuhe sind das. Jawohl, Cerealien, die esse ich direkt jetzt. Hammer. Weißt du noch? Please don't shoot me, you asshole. Boom, tup. Ich hab zwei Schüsse gebraucht, Alter, scheiße. Der war ja auch gut gerüstet. Haha, und die Folge ist. Ah, eine Machete, ich komme jetzt gleich zu dir sicher. Die
Folge ist zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Und let's play DayZ.